Und zur Causa Yücel haben meine Kollegen auch ein Interview führen können mit Andreas Scheuer, dem Generalsekretär der CSU. Und es waren richtig gute Verhandlungen, die die Bundesregierung auch geführt hat. Das geht ja in erster Linie zurück auf Sigmar Gabriel. Geben Sie ihm dafür eine Menge Credit? Hat er das sehr ordentlich gemacht? Weil er scheidet ja möglicherweise aus oder qualifiziert ihn das für eine Fortsetzung seiner Tätigkeit? Ich will nicht mutmaßen. Ich glaube, Deniz Yücel ist erstmal froh und wir sind glücklich mit ihm und alle haben daran mitgewirkt. Ich denke auch, dass die Bundeskanzlerin in allem eingebunden war und auch einen Riesenanteil daran hat. Aber das war sicherlich auch eine Gemeinschaftsleistung. Nochmal zurück zu den deutsch-türkischen Beziehungen. Ist das jetzt dann eine Tauphase? Wie würden Sie das beschreiben? Also ist das der Anfang oder kann das auch jeden Tag wieder umkippen? Yildirim war jetzt gerade bei der Kanzlerin, ist auch hier bei der Sicherheitskonferenz. Was spricht das? Will die Türkei wieder zurück ins Boot? Es geht ja nicht nur um Deutschland. Ich glaube, an mancher Stelle braucht man auch einen Reset. Wir haben ja immer gesagt, man braucht tiefe wirtschaftliche Beziehungen auch. Wir arbeiten ja gut zusammen zwischen Europa und der Türkei, zwischen Deutschland und der Türkei. Aber trotzdem, die Entwicklungen in der Türkei gehen nicht in die Richtung hin zur westlichen Wertegemeinschaft, sondern haben sich in den letzten Jahren anders entwickelt. Auch die Provokationen durch Erdogan waren ja auch bis hin in den Wahlkampf klar ersichtlich und zu spüren. Das wirkt noch und das sitzt tief. Ich denke aber trotzdem, dass man den Faden auf der Spule des Gesprächs lassen muss und dass der Faden nicht abreißen darf. Das ist im Übrigen auch Diplomatie und das ist auch die Sinnhaftigkeit von so einem wichtigen Treffen wie der Münchner Sicherheitskonferenz. Herzlichen Dank, Andreas Scheuer.